Hallo meine Lieben und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Heinz mit einer neuen Folge des Sinking City. Ja, wir befinden uns ja immer noch auf der Suche nach dem geheimnisvollen Spiegel und da müssen wir ja die Bethany Throckmorton finden. Nicht, die ja wahrscheinlich der Schlüssel zu dem Ganzen ist. Und da müssen wir die Spurensuche jetzt mal in der Irrenanstalt hier fortsetzen. Ja. 8, 9, 10. 11. Aha. Oh, hier ist ein Loch in der Decke. Kreuzgefährlich, du kreuzgefährlich. Oh, guck mal, hier haben wir Nachtschränkchen. Du, hier ist was, hier ist mal was für uns, wenn wir das tragen können, alles. Mehr kann ich nicht tragen, Schießpulver. Munition, aha. Wir gucken mal ins Inventar. Das haben wir schon wieder in der Fallmappe, Mensch. Spiegelreich. Ach ja, ein Schlüssel. Ja, ist ja klar. Können wir noch was fertigen? Nee, alles voll. Alles voll. Ja, bräuchten wir mal einen Stofflappen. Ja, und so für unsere. Alles gefertigt, du. Wir hatten doch noch, warte mal, Fähigkeiten. Wir hatten noch, oh, 2 Wissenspunkte. Wir wollten ja hier eigentlich der Geist. Ein Geist, hohe Geisteskraft. Du erhältst mehr Erfahrung und bleibst länger bei Verstand. Du bleibst deutlich länger bei Verstand. Was war das hier? Analytischer, du erhältst stets mehr Erfahrung. Ne, wir machen mal das. So, ach, da haben wir noch einen Punkt. So. Du erhältst stets noch mehr Erfahrung. Aha. Was haben wir hier? Gut verstaut. Du kannst bis zu 25 beliebige Gegenstände zum Fertigen bei dir tragen. Wollen wir das mal erhöhen? Weil das ist ja auch. Was haben wir hier sonst noch? Körper. Da hat man ja die Schlagkraft und hier die Waffe. Zusätzliches Magazin. Weltsanitäter. Du kannst ein zusätzliches Erste-Hilfe-Set. Dann die Psychotikum bei der Traum. Da müssen wir aber hier erstmal mehr erhöhen, mal die Waffe. So, jetzt haben wir keine Wissenspunkte mehr, aber dafür können wir das nächste Mal hier noch mehr Erste-Hilfe-Sets nehmen können. Das habe ich sowieso wieder vergessen, bis das dran ist. So, fertigen können wir nichts. So, na gut, können wir. Achso. Ach doch, guck mal, Munition, Kaliber, jetzt konnten wir sie doch einpacken. Achso, weil ich jetzt mehr tragen kann. Ja, weil ich jetzt mehr mitnehmen kann. So, wer ist denn das hier? Mit dem können wir auch reden. Was kann ich für Sie tun? Aha. Och, das sah so wichtig aus. Du hättest ja gedacht, ja, wir können. Was ist denn das hier hinten? Kommen wir hier wieder raus? Hier kommen wir wieder raus. Warte mal, wir nochmal hier hin. Ach nee, da waren wir ja gerade beim Nachttischl. Oh, euer Heinz ist wieder. Oh, das ist ja schon, glaube ich, die 6. Folge, die ich jetzt hintereinander aufnehme. Das ist dann doch etwas. So, da gucken wir uns mal im Untergeschoss an. Hier waren wir ja schon drin. Hier sind wir ja wieder rausgekommen, oder? Was ist das hier noch für ein Spruch? Ich bin nicht, was mir passiert ist. Ich bin, was ich gewählt habe zu werden. Na sowas. Hier noch was am schwarzen Brett. Für uns uninteressant. So, ne, da wollen wir mal gucken. Wo denn das Untergeschoss sich hier befindet. Außen ein bisschen vernagelt alles. Oh, wir sind hier noch mehr Patienten. Oh Gott. Haben Sie die Bestie nicht gesehen? Nö. Welche Bestie? Wer sitzt denn hier und haben wir reden? Sehen Sie das auch? Mit der guten Frage können wir nicht reden. Ach, da geht's ins Untergeschoss. Aha. Können wir entweder runterspringen oder wir versuchen mal die Treppe zu finden. Hier sieht's aus. Ja. Oh Gott. Oh, was ist denn hier alles? Da
Da ist noch so viel drin, dass man ein Pferd außer Gefecht setzen könnte. Ups. Das Blut ist fast getrocknet. Naja, Schlüssel zu Bethanys Zimmer, das ist klar. Wir gucken erst einmal, ob wir hier draußen noch was haben. Ja. Ah, da, oh Gott, da funkt's du, da funkt's. Ja, da hängt noch was. Irgendwas, das ist. Anstößiges Poster. Aha. Wozu man das so immer benötigt? Anstößige Poster, du. So, also hier ist ja nichts weiter jetzt, außer das Poster. Gut, dass wir mal geguckt haben. So, wir haben ja den Schlüssel. Jetzt bin ich schon mal gespannt, was uns hier blüht. Oh Gott, hier ist ja auch noch ein Spiegel. Pro Spiegel 7 Jahre Pech. Na, Gott sei Dank war ich das nicht. Tja. Oh, da ist noch ein Schränkchen. Wir gucken erstmal in den Schrank. Was wir da mitnehmen können. 2 Patronenhülsen, Schießpulver. Ah, hier ist wieder was. Ich finde eine Lösung, mein Kleiner. Versprochen. Aha. Erzähl mir mehr. Mhm. Bitte nächste Notiz. Alles, was ich tue, tue ich für meinen geliebten Hammond. Das darf man nicht vergessen. Wie konnte ich nur denken, dass in diesem Schurken Squint die Vernunft stärker ist als die Gier? Er gelangt in den Besitz des Spiegels, wie auch immer er das angestellt hat. Aber bei der Übergabe wollte er plötzlich mehr. Er besaß sogar die Frechheit, mich zu erpressen, indem er sagte, er könne sich auch einen anderen Käufer suchen. Was geschehen ist, ist geschehen. Niemand hat das Recht, sich zwischen eine Mutter und ihr Kind zu stellen. Die Throckmortons trauern. Der junge Hammond Throckmorton, Francis Throckmortons erstgeborener Sohn, ist tot. Bei einem Familienausflug kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Unfall, bei dem Hammond so schwere Verletzungen erlitt, dass er trotz aller Bemühungen des Arztes nicht wiederbelebt werden konnte. Die Beerdigung wird gegen Ende der Woche im Kreise der engsten Familie und Freunde stattfinden. In dieser dunklen Stunde voller Trauer versuchen wir, dankbar für alles zu sein, was wir haben. Insbesondere für unseren kleinen Robert, teilte Francis Throckmorton mit. Da er nun mein einziger Erbe ist, werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um ihn vor jeglichen Unheil zu schützen. So, hier liegt ja auch noch was. Da hatte jemand die hellste Freude daran, Zeitungsartikel zu verunstalten. Oh, wir haben ja noch nichts. Hier fehlt ja noch was. Pro Spiegel 7 Jahre Pech. Gott sei Dank war ich das nicht. Was fehlt hier jetzt noch? Das haben wir ja schon gesehen. Schon. Ah.
Dem Gesichtsausdruck der Frau nach zu urteilen, wurde das Foto mit vorgehaltener Waffe gemacht. Zerrissenes Foto. Und wir haben immer noch, haben wir noch nie? Nee, da fehlt ja noch was. Wir haben noch gar nicht alles. Oh, jetzt geht's los, du. Oh ja, hier, wir haben hier, guck. Da ist das Blaue. Da bin ich schon mal gespannt. So, da bin ich schon mal gespannt. Bleiben Sie stehen. Ist bestimmt schon noch im Zimmer, oder? Sie haben keine Macht mehr über mich. Ich habe meinen Hammond gefunden. Er hat mir den Weg gezeigt. Randall Glassworks. Salvation Harbor. Es ist nicht zu fassen. Die Antworten existieren dort bereits seit dem letzten Jahrhundert. Zeit, aus der Sache schlau zu werden. Tja. Fangen wir hier mal mit der 1 an. Wir machen mal mit der 1. So. Randall Glassworks. Salvation Harbor. Es ist nicht zu fassen. Die Antworten existieren dort bereits seit dem letzten Jahrhundert. Sie haben keine Macht mehr über mich. Ich habe meinen Hammond gefunden. Er hat mir den Weg gezeigt. Bleiben Sie stehen. Bethany ist aus der Irrenanstalt geflohen, nachdem sie in den Besitz von Glovers Spiegel gelangt ist. Ihr nächstes Ziel scheint eine Fabrik namens Randall Glassworks zu sein. Aha. Alle Schlüsselhinweise gefunden. Nee, fehlt da noch was. Geht das wieder los. Das Blut ist fast getrocknet. Da ist noch so viel drin, dass man ein Pferd außer Gefecht setzen könnte. Ich muss noch mit der oben jetzt nochmal schwatzen. Da hatte jemand die hellste Freude daran, Zeitungsartikel zu verunstalten. Vielleicht müssen wir jetzt mit der oben schwatzen, wenn wir jetzt die Info haben könnten, wo sie hin ist. Wir gucken mal. Wir gehen mal hoch wieder zur Schwester. Wo war sie denn nun? Hä? Nee. Hier lang. Offensichtlich hat Bethany eine Leidenschaft für Spiegel. Wissen Sie etwas darüber? Oh ja, die Arme. Sie ist felsenfest davon überzeugt, dass ein Junge namens Hammond in ihren Spiegeln lebt. Jeden Tag hat sie mit ihm geredet. Verstehe. Wiedersehen. Jetzt haben wir alles gefunden. Tja, jetzt müssen wir mal gucken mit der Fabrik. Gesammeltes statt. Die Trockenmordens Traum. Fallmappe. Zerrissenes Foto. Jetzt haben wir die andere Hälfte. Bethanys Notiz. Bethany war in der Anstalt, scheint die Fabrik namens Randall Glassworks. Ach du Scheiße, Salvation Harbor. Gott, wo soll man die finden? Salvation Harbor. Oh, vielleicht weiß der Herr Trockmorten, wo die Fabrik sein soll. Was haben wir hier noch? Ach, das anstößige Poster. Vielleicht weiß er jetzt der Herr Trockmorten, wo die Fabrik sein soll, weil sonst können wir ja. Also suchen wir uns ja einen hässlichen hier. Ach nee, warte mal, wir können ja trotzdem mal gucken. Salvation Harbor, wo war das jetzt? Coverside?
Advent oder Advent. Red Heights. Hier haben wir auch noch nichts. Ach oh ja, die Universität waren wir hier ja schon. An der Däten-Universitäten. The Shells. Salvation Harbor. Die Kirche haben wir gefunden. Die Kirche haben wir gefunden. Aber wo soll jetzt hier eine Fabrik sein? Das ist natürlich, da kannst du dir ja... Ein Wolf kannst du dir da suchen. Wir gehen mal hier zum Herrn Trockmorten. So, haben wir jetzt einen Schnellreisepunkt? Ne, hier haben wir noch gar keinen gefunden, du. Ach ja, hier haben wir einen. Müssen wir hier wieder zurück. Eigentlich blödsinnig, ne? Wir machen etwas mit dem Boot und chippern da lang, aber... Wenn wir rechts raus aus dem Ding, haben wir ein Boot liegen. Dann waren wir bloß links um die Ecke und nehmen geradeaus. Also rechts, wenn wir rauskommen, am Häusl rechts. Na gut. Kommen wir hier überhaupt raus? Aha. Oh, hier ist ein Weg. Sieht zumindest so aus wie ein Weg. Ne, ist kein Weg. Oh, der gelaufen hier. Jetzt müssen wir hier rum, um die Mauer drum rum müssen wir hier. Eine Bootsfahrt, die ist lustig. Oder so ähnlich. Holla hi, dampali, holla ho, bumpalo. Nee, wo läufst denn du hin? Guck mal, hier rum. Okay, jetzt haben wir hier, haben wir die schon gefunden. Nächste Coverside Ost. Jetzt haben wir einen Schnellreisepunkt gefunden. Da können wir den auch nehmen. Da können wir den jetzt auch nehmen. Ein Schnellreisepunkt. So. Und reisen mal schnell zum Herrn Trockmorten wieder. Bumm. Bis gleich. So, meine Lieben, da sind wir schon wieder bei der Villa Trockmorten. Tja, wo sollst du da sonst suchen, wenn man die Fabrik nicht kennt? Ich bin nicht in der Stimmung zu plaudern, Mr. Reed. Das sitzt doof. Das ist ja jetzt doof. Fallmappe. Anstatt ihr nächstes Zielstein eine Fabrik namens Rendell Classworks in Bezirk Salvation Harbor zu sein. Aber wie findet man jetzt die Fabrik? Alles, was ich tue, liebt Hammond. Ja, wo findet man aber jetzt die Fabrik? Wir können doch nicht durch das ganze Ding. Durch den ganzen Bezirk laufen. Das ist mir jetzt rätselhaft. Was macht man jetzt? Wir können doch jetzt schlecht nehmen, mal eine Telefonzelle. Telefonzelle ist auch schon. Quatsch, hier lang. Wir können doch nicht durch den ganzen Bezirk laufen, um eine Fabrik zu suchen.
Nicht Klaus Fabrik. Soll man hier eine finden? Wie soll man das jetzt anstellen? Das ist mir jetzt ein bisschen rätselhaft. Handel Glasswurks. Wo könnte man noch sowas finden? In der Zeitung? Der Augment Chronicle. Nee, eine Fabrik. Wenn man eine Fabrik suchen, dann müsste man ja wenn dann das Rathaus nehmen oder so. Bibliothek. Müsste man ja wenn im Rathaus gucken, ob man eine Fabrik findet. Wir reisen mal zum Rathaus, ob wir da richtig sind, weiß ich nicht. Bis gleich. Jetzt gehen wir nochmal ins Rathaus. Mal gucken, ins Archiv gucken, ob wir irgendwas Fabrik. Hören Sie auf, mich zu belästigen, Neuankömmling. Ach, Mensch. Mutz ja nicht rum. So. Ich glaub. Bettinis nächster Schritt. Ist du? Personenrechtsdokumente. Zug. Bei welchen Haber? Unternehmen? Tja. Die Antworten bereits des letzten, seit dem letzten Jahrhundert. Name Rendell Glassworks, gegründet 1894, Eigentümer Gaunter Rendell oder Gaunter oder wie heißt Skipper Road zwischen L Street und Kelmshaw Street. Na gucke an, du. Waren wir ja mal richtig. Mein Zettel wird immer voller. Ich weiß nicht mehr, wo ich es hinpinseln soll hier. Also, die ist Skipper Road. Skipper Road zwischen L Street. Ach, mit Doppel-E, du El, Street und Kalmshaw. Kalmshaw. Street. Na, da gucken wir doch mal. Seht ihr, war schon richtig. Gut, dass wir da hingegangen sind. Gut, dass wir da mal gucken gegangen sind. So. Gut. Gefunden. Manches ist gar nicht so schlecht. Aber wir könnten ja vielleicht, warte mal, mit dem, wenn wir immer hier sind, nehmen wir vielleicht mal einen anderen Hinweis. Gestohlene Spiegel. Ja, Korrespondenz. Gestorbene Sohn. Entscheidung. Personengruppe. Bürger. Register Personenstandsbücher. Zeitraum, das ist gut. Schlag versetzt. Scheidung. Gericht, Fehlverhalten, Scheidung. Zeitraum haben wir 1894. Zeitraum 19. Jahrhundert. Da gibt's nichts über die Scheidung, wähle ein Hinweis. Hätte ja sein können, wir haben hier noch eine Scheidung. Ne, das können wir lassen. Personengruppe. Ja. Rechtsdokumente kann das natürlich sein. Rechtsdokumente. Und nichts. Na gut. Wir machen erstmal den nächsten Hinweis. So. Wir gehen jetzt wieder zur Schnellreise-Telefonzelle.
Sherlock Holmes. Die haben sie ein bisschen mit Sherlock Holmes. Irgendwie spielen wir. So, wir müssen noch Salheben. Ne, Salvation Harbor. Da haben wir ja. Wir gucken mal. Das soll sein Skipper Street zwischen L Street und Kelmshorn Street. Wo ist denn das Skipper Street? Hier unten ist es Skipper Road. Ah ne, Skipper Road. Zwischen L Street und Kelmshorn. Hier hinter müssen wir. Hier hin. Ach du liebe Güte. Aha. Aha. Da reisen wir erstmal hier hin. Wie gehabt. Bis gleich. Und da sind wir schon. So, jetzt müssen wir mal gucken, welche Richtung wir schlumpern müssen. Links und dann immer der Old Church Road müssen wir links rum. Erstmal. Man hätte ja können sich auch einen Wegpunkt setzen. Ne? Kann man ja vielleicht auch machen jetzt. Vielleicht hier das dicke Gebäude ist das vielleicht, ja. Vielleicht. Glassbox. Bum. So, also links rum bis zum Wasser. Da sind wir da angeschossen worden, oder? Ist das nicht das? Extrablatt, die wichtigsten Nachrichten des Tages. In dem Haus, wo wir versucht haben, wo wir dachten, das ist hier. Diesmal sind wir nicht angeschossen worden. Eine bessere Waffe, nur besser man hat, wie man hätte. So, warte mal, wo müssen wir jetzt hin? Ach, das ist das scheiß Gequatsche. Links herum. Links und dann wieder rechts. Ne, ja, links. Links ist da, wo der Daumen rechts ist. Hier sieht's lustig aus, du. Hier können wir auch anlegen. Guck mal an, die. Ach, das machen wir jetzt nicht. Man weiß, was da hier alles wieder uns dazwischen kommt, die, um Gottes Willen. So, dann haben wir gesagt, jetzt Skipper Road. Skipper Road, du links und rechts, ja. So. Wie weit müssen wir jetzt noch? Ist noch ein Stück über die Kreuzung drüber. L Street. Ne? Gucken wir mal, ob das das Haus ist. Ob da was leuchtet oder nie leuchtet. Da leuchtet eine Latichte. Das könnte es sein, meine Lieben. Aber ob es das wirklich ist, ihr ahnt es schon nicht. Ihr ahnt es schon, ob es das wirklich ist, das erfahren wir in der nächsten Folge. Weil wir sind ja schon gleich wieder ran an der Zeit hier. Ja, und man weiß, was da drin erwartet. Wenn wir da schießen, dann werden wir dreimal tot. Und ah, weiß der Geier was, das werden wir dann, das klären wir dann, ob wir den Spiegel dann finden. Ja, meine Lieben, also das von wegen so mein Nebenfall, zack, zack, no, das haben wir ja nur schon, das wird nichts. Die beschäftigen uns leider, wie gesagt, das Spiel macht ja Spaß, hat ja schon mal gesagt, also mir macht es zumindest Spaß. Ja, wenn man selber spielt, ist wahrscheinlich was anderes, wenn man zuguckt, ja, aber es ist ganz gut. Da hat man ein bisschen zu tun, man ist nicht so schnell durch und da kann man ein bisschen... Wenn es euch auch gefallen hat, hoffe ich doch, dann freue ich mich wie immer nette konstruktive Kommentare. Däumchen nach oben, den einen oder anderen Abonnenten. Und wenn ihr wissen wollt, wie wir uns verzetteln, ob wir den Spiegel finden oder generell, wie es weitergeht, dann macht die Glocke an, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Ja, danke ich euch wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Heinz.